Eine Leiche? Mist! Noch mehr! Und da sind wir wieder. Warte. Okay, er behält das auch so. Das Ding ist, ich kaufe ihm das nicht ab mit dem... Eine Leiche? Alter, du hast schon so viel gesehen, mein Freund, ja? Da ist das ja noch das Geringste. So, was mit ihm? Ist das der Herr von gerade eben? Nein. Gottverdammte. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Ja, toll, Block. Ich und Blocken, weißt du? Ich bin so tot, glaube ich. Warte, warte, warte. Nein. Toll, geht ja schon mal super los. Ich hab's nicht. Ich weiche immer nur aus. Ach ja, ja, ja. Oh, Typ. Er macht mich jetzt schon fertig. Piss dich, Scheißviech, Alter. Bleib dir, du Arschloch. Super, wir haben jetzt bloß noch 4 Patronen und nichts mehr zum Heilen. Oh, das gibt es. Das regt mir jetzt schon wieder auf. Das regt mich jetzt schon wieder auf. So, Blödmann, hast du noch irgendwas anderes hier? The good old Bolzenschneider? Okay, und da Wichtiges. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr ablegen können, bis wir, naja, bis der Trottel ihn selber wieder wegschmeißt. Ah, und da sind wir wieder mittendrin. Mal gucken. Es wird aber noch irgendwann werden. Aber ich, was ich immer bei Resi immer das Problem hatte, ich meine, ich bin zwar irgendwie immer durchgekommen, aber ja, da ich mir beim Ziehen halt unglaublich viel Zeit lasse, weil ich halt einfach scheiße bin im Zielen. Chemikalie, cool. Material zur Herstellung von Objekten. Okay, okay. Ja. Hebe ich mir noch auf. Hat sonst immer auch ganz gut funktioniert, außer ich muss es unbedingt nehmen. Finde ich aber cool, dass wir das wieder dabei haben. Ich möchte nämlich fast behaupten, bei Resi 7 hatten wir die Pflanzen nicht, aber kann auch sein, dass ich mich echt scheiße dran erinnere. Gut, wie komme ich jetzt... Ach so, ja, warte mal, Bolzenschneider. Ich muss nicht extra auswählen. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen hoffen lässt, dass wir noch einen angenehmeren Start haben, da ich das Ding ja vorbestellt habe. Also es ist keine Deluxe Edition oder so, ich habe einfach nur das Spiel vorbestellt. Hast du trotzdem 2 Sets irgendwie dazu gekriegt, die wir eventuell bald abholen können, wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe und das, wollte gerade sagen, das Radio irgendwie was mache, bin ich am Arsch. Okay, das ist sehr schön. Ah, nee, das ist scheiße. Hä? Was? Halten? Halt, weiter, 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 ja. Aber was ist, wenn die Person uns jetzt helfen will? Ich lasse das erstmal so. Alter. Ethan, mach keinen Scheiß. Chemikalie. Ich will ungern Munition verschwenden. Ich will ungern Munition verschwenden, bis wir nicht einen Schrot haben. Wo bist du, Arsch?
Alter, kommst du einfach auf die Ecke gesneakt, du Sack. Warte, warte, warte. Okay, fuck, 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 weiter, weiter. Kann ich das wieder wegmachen? Ja. Nein, halten, halten, halten. Ist das vorbei? Okay, ein Glück, ein Glück. Alice, wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Das hört sich immer noch an, als ob das Viech oben wäre. Okay, ist nicht da. Ist nicht da. Nein! Ach, muss ich jetzt mal ins Inventar, um das Ding zu wechseln? Nee, warte. Ach, okay, Schnellzugriff. Das wollte ich nämlich gucken, ob das bei den Fässern wieder geht. Sie hält immer noch so, als ob er vorher genau in der Nähe wäre. Okay, von der anderen Seite verschlossen. Juhu. Ich muss mir das halt echt schnell angewöhnen mit dem Blocken, ne? Dass ich rechtzeitig, wenn der mich angreift. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe dezente. Naja. Ich verschwende dezent ein bisschen Munition. Entriegelt. Nehme ich in Ruhe. Okay, ich dachte, die kommen jetzt eigentlich runter, ne? Und würden mir dezent auf den Sack gehen wollen. Wie laufen? Schießpulver? Hätte ich die Tür zu machen? Natürlich nicht. Da war noch irgendwas auf dem Tisch, was ich mitnehmen wollte. Scheiße. Aber ich weiß halt nicht, ob das mir was bringt. Okay, das sind ein bisschen viele. Mach Ende mit Nachladen, Mann. Er kommt, Alter. Shit. Es nimmt kein Ende. Oh, fuck. Ich bin nicht tot, oder? Genau das, deswegen wollte ich nochmal her. Fuck. Ach, ich habe bloß eine Patrone gehabt. Ich dachte, das ist ja voll. Kann ich noch schnell? Scheiße. Aber ich kann mich nicht mehr damit wehren, oder? Ich will den Schwierigkeiten. Ich starte jetzt nicht nochmal von vorne, oder? Oh, sag mir nicht. Rufen Sie die Karte mit Ihrem derzeitigen Notizbuch? Hä? Oder ist es. Wo bin ich denn jetzt nochmal hier? Okay, das war das, was ich überlebt habe. Vorbei. Dann mache ich hier nochmal hoch. Scheiße, okay, gleich die Waffe nehmen und dann erstmal mich verpieseln. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus.
Oben beim Acker. Überlebt? Oben beim Acker, okay. Lief jetzt nicht so gut, wir müssen da nochmal rein, aber hey. Ja, nur. Okay, die verpisseln sich wieder. Nicht vergessen. Ich werde mal versuchen, Munition zu sparen und den nicht gleich auf den Lärm zu gehen. Alter, nimm doch mal die fucking Waffe mit. Nicht nachladen, Alter, nimm die Pflanze. Hat er jetzt die Pflanze? Okay, noch sind sie draußen, warte. Okay, runter da. Ist manchmal besser, wenn man nicht alles wegballert. Ich wollte aber unbedingt wissen, was auf dem Tisch ist. Ganze zwei Schuss, juhu. Ach, dann sehen die mich nicht. Ich dachte, wir müssen den Mehlsack irgendwo hinschmeißen. Das mit den rostigen Teilen verstehe ich aber auch noch nicht so wirklich. Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Ey, du kommst hier aber nicht rein, Alter! Es nimmt kein Ende. Lass mich doch mal durch hier, Mann! Das ist ja Schädel, toll. Alter! Nein, Alter, jetzt kommen hier noch mehr Leute rein. Willst du mich verarschen? Lass mich hier raus, du Penner! Piss dich, Alter, geh mir auf den Sack. Ja, na. Boah. Scheiße, ich habe ja gar nichts zum Heilen. Stimmt, die Pflanze, die ich da gesehen habe. Oh Gott. Wohin? Toll. Was untersuchen? Oh Gott sei Dank. Hoch, hoch, hoch! Ich dachte, das wäre das Haus auf dem Berg. Komm. Oh Gott, wie ich das hasse. Hordenkämpfe. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt nicht runterspringt, scheiße, wo muss ich hin? Oh, ich hasse das, das habe ich am Anfang auch so gehasst bei Resi 4. Wo muss ich hin? Ich hasse es. Habe ich noch irgendwo mehr Fässer? Komm. Nein. Oh Gott. Ja, natürlich verschlossen. Was zum Fick ist denn das? Warte. Warte, was war das gerade? Ein Kraut, eine Chemikalie. Also kann ich herstellen. Objekt hergestellt? Ja, das ist toll, aber ich will das eigentlich nutzen. Warte mal. Cool. Genau deshalb. Ich weiß nicht, wo... Ja, toll. Da war ich schon.
Wo zum Fick in das Haus auf dem Berg? Von der... Ich wollte gerade sagen, halt das... Eine gute Schrotmoni. Okay, der lootet automatisch. Schau. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich musste bloß im Endeffekt lang genug überleben. Genau wie im vierten Teil. Da war es am Anfang genau das gleiche gewesen. Und... verwechselt mein nicht so mit, ich hätte jetzt Angst. Das ist halt eher nervig für mich. Und ja, es kommt ein bisschen Nervenkitzel auch dabei rum, dass man jetzt nicht sterben will, weil man das eventuell sehr oft machen muss oder so und man keinen Ausweg findet. Ja, das funktioniert ganz gut. Das mag ich auch eigentlich ganz, ja, also mal ab und zu. Das muss nicht, bitte nicht die ganze Zeit so sein. Aber es ist trotzdem für mich... diese Action, actionlastigen Horrorspiele, wenn sie es halt so gemacht sind, ist halt, wenn das ständig so ist, ist es halt eher nervig, ne? Vielleicht kann man es nachvollziehen. Heißt noch nicht, dass ich das Spiel jetzt schon als nervig abstempeln werde. Das auf jeden Fall nicht. Ich mache mal nur vorsichtshalber. Das hatte ich zwar gemacht, aber dann bin ich ja gestorben, ne? Das Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher. Wir werden... wahrscheinlich gegen Ende auch nochmal so ein paar Hordenmodusse haben, wo ich dann wahrscheinlich sehr abgefuckt bin. Also, ich will es nicht gleich mit Teil 4 gleichsetzen. Cool. Ich will es noch nicht sofort mit Teil 4 gleichsetzen, aber halt Parallelen sind schon halt sehr da, gerade auch vom Aufbau her. Ich hoffe nicht, dass sie das genauso machen wie da, weil da wurde dann ziemlich zum Ende halt, wo du auch, wenn du auch bessere Waffen und sowas hast, da, dass dann gefühlt das gar nicht mehr aufhört. Auch wenn das Spiel sehr viel Spaß gemacht hat, das war dann halt echt wirklich nervig. Das braucht es halt für mich bei einem Horrorspielchen gar nicht so. Ich wollte mich eigentlich nochmal in Ruhe irgendwie umgucken, wenn ich denn hier überhaupt irgendwo reinkomme weiter. Die rostigen Teile wurden mir auch noch nicht erklärt, ne? Vielleicht sollte ich einfach mal im Inventar... im Inventar gucken, ob mir das... Okay, Schrotter. Ich glaube, mit den rostigen Teilen werde ich mir wahrscheinlich Dings herstellen können, ne? Schießbar und rostige Teile... Oh, da kriege ich Pistolenmunition her. Ich dachte, was hier lag, das wäre eine grüne Pflanze zum Heilen. Okay, aber noch bin ich halt eins im Vorsprung, also von den Heilungsmethodenmöglichkeiten. Und durch das Tor muss ich. Ich will aber trotzdem erstmal noch irgendwie versuchen, mich hier noch ein bisschen umzugucken, um einigermaßen Loot mitzunehmen. Aber das wird verschlossen sein, ne? Ach, scheiße. Und ich glaube, die alte, die wir gesehen haben, wenn das eine alte war, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte der Händler im Spiel sein oder die Händlerin.
Nee, nee. Irgendwas wollte ich noch sagen. Vergessen. Kam ich von hier? Also ich könnte jetzt das straight geradeaus weitergehen. Ich kam von hier, ne? Ja. Oder war da... Kristallschädel? Wo? Ach, da! Oh Gott, das war dabei. Jetzt muss ich überlegen. Kam ich vom Fluss und ich durfte hier nicht rein, weil hier Beware of hast nicht, weil das Schild hier war? Nee, dann kam ich doch von hier. Also, Entschuldigung, bin gerade ein bisschen dumm. Ist noch früher Morgen. Ich rede mich einfach damit raus, dass das früher Morgen ist. So, okay. Ich glaube, wir haben hier wirklich nichts weiter, ne? Ja. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Vielleicht straft mich das ganze Spiel auch Lügen. Das wird halt nicht so werden. Ich, wie gesagt, actionlastiger Horror ist nicht so meins. Genau, jetzt weiß ich wieder. Von wegen dem Inventarmenü. Was wir hier hatten. Mit diesen Sachen, ne? Ist jetzt ein bisschen anders geredet. Finde ich sogar besser. Ich habe mir bloß überlegt, woran mich das erinnert. Das war, glaube ich, das... Boah. Vor langer Zeit mal bei Evil Within. Ah ja, da ist er, ja. Und, auch von Last of Us. Guten Tag. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Natürlich, wo soll sie sonst sein? Okay, ich hoffe aber trotzdem erstmal wieder auf ein bisschen mehr Ruhe, ne? Das wäre ganz schön und war doch nicht die... Ich dachte, das wäre diesmal eine Händlerin. Sah zumindest so aus. Ich würde es halt feiern, wenn der kommt. Dass dann einfach dieselbe Stimme... Ja, wird ein bisschen schwierig sein, weil da auf Englisch war, aber ich würde es halt... Ne? Welcome back. Ich glaube, das hat aber auch mal seins gewesen. Okay, Chemikalie nehmen. O große Lykan, sagenhafte Wolfsmonster von einst, möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen, möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leib zerreißen. Natürlich. Why not? Warte mal, hier sind Kisten. Ah. Manu. Mal mit dem Messer werde ich ihn hier rumspielen, das nutze ich bloß, um Sachen aufzumachen. Schloss ließ sich mit leichter... Was? Dieses Schloss ließe sich leicht... Ach so, ich brauche jetzt erst noch was zum Knacken. Warte mal, kann ich mir... Schnellzugriff. Packe ich mal hier rüber. Und dann ist die Dings oben. Damit ich auch mein übliches habe. Ich will aber keine... Brauche ich halt wirklich irgendwie Dietriche oder sowas? Habe ich halt noch nicht. Okay, kommen wir später darauf zurück. Ich guck. Ne, das hatten wir schon. Okay, in der Bucht haben wir nichts weiter. Das Gute ist, oder eigentlich ist ja das Blöde, weil ich habe mich jetzt immer schon so an die Pflanzen gewöhnt, ne? Dass man die bei Resident Evil Karte aufrufen. Hä, was?
Ach so. Lol. Erdgeschoss? Ist das Obergeschoss? Untergeschoss? Was? Ich wusste, ich habe mit dem Zeichnisch an, ich dachte, das wird auf die Falltaste, wäre bescheuert gewesen, ne? Häuser, unterirdische Gänge, Baupläne. Okay. Oh, zum Wechseln zwischen Kategorien der Notizen, Tagebuch. Okay, Tagebucheinträge habe ich aber noch nicht wirklich viel, ne? 9-2, Dämmerung im Wald. Es war eigentlich ein Abend wie jeder andere. Aber dann ist Chris aufgetaucht und hat unser Leben zerstört. Er hat Rose entführt. Er hat Mia vor meinen Augen erschossen. Ich glaube ehrlich gesagt, Mia wird noch leben. Wir werden die im Laufe des Spiels nochmal wiedersehen. Sie hat irgendwas in sich, das es sie überleben lässt. Bin ich mir ziemlich sicher. Mich haben sie außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich irgendwo in einem Wald. Was hat das alles zu bedeuten? 9.2, früher Morgen. Ach, 9.2. 9.2 da, Dorf. Was? Dorfanger. Gleich neben dem Wald war ein Dorf. Ich konnte einen Bewohner finden, aber wir wurden von monsterähnlichen Kreaturen angegriffen und er wurde getötet. Kurz darauf hat er mir eine alte Frau erzählt, dass Rose hier im Dorf ist. Ich muss sie finden, bevor diese Dinger hier ihr zu nahe kommen. Akten, Ergebnisse, handschriftliche Notiz, Tipps. Cool. Ich habe zwischendurch gedacht, er nimmt immer alles selber von alleine gleich auf. Okay, wenn ich mal von der Karte her gucke. Wenn ich jetzt... Ah, okay, das ist die komische Statue. Mal gucken, wo ich da hinkomme. Ich hoffe einfach, am günstigsten wäre es, wenn ich mir Dings einpräge, ne? Stimmt, wir haben aber noch einen Brunnen, wo irgendetwas fehlt. Das war aber nicht der Brunnen, oder? Warte mal. Nee, hier kann man nicht rein. War das der... Bin schon wieder leicht verwirrt. Okay, warte mal. Wir haben einen Friedhof, wir haben ein Büttchen, Schloss, das ist toll. Wo wir wahrscheinlich eh noch nicht rein können. Ist das hier ein Händlerbüttchen? Nein, das ist kein Büttchen. Wir opfern diesen Wächterziege zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, dem möge der Zorn der Mutter... Mir kommt der Miranda, mir kommt der Name aber so bekannt vor. Ja, danke, aber wenn ich da mit den Zorn auf mich ziehe, weiß ich nicht. Das ist halt ein bisschen ungeil. Okay. Da fehlt was. Okay, hier kann ich nur wichtige Gegenstände reinräumen. Sieht aus, als könnte man etwas hineinsetzen. Ja, ja, da kommen wir auch später noch hin. Okay, ist zu. Oder wir kommen irgendwie von der Seite rein. Oder wir kommen auch gar nicht rein. Okay, vielleicht kommen wir doch rein. Da. Ich würde ja sagen, hey, guck mal, die Kämpfe aus der Demo. Ich habe die aber nicht gespielt. Ich habe die extra nicht gespielt. So, Jungfernfragment, das ist schön. Wo ich mir vorstellen kann, jetzt geht's wieder los. Oder meine Schreibmaschine. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die zwei Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Luisas Haus. Ah. Boah. Warte. So, Kirche bin ich hier beim Friedhof. Ich weiß nicht, ob das da noch ein Tor ist. Die Karte kann ich nicht aufrufen. Hier ist die Kirche. Hier ist der Friedhof. Ich würde mal schätzen, das wird Luisas Haus sein. Ich brauche den Dietrich, um da reinzukommen. Wenn ich... Ja doch, das müsste... Okay, wir waren schon richtig gewesen. Ich habe aber keinen Dietrich. Also erstmal Dietrich finden... Eine Kurbel. Okay, lass uns jetzt mal weiter umschauen. Obwohl, viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr, ne? Bin zwar hier oben. Na, okay, gut. Vielleicht haben wir doch noch viele Möglichkeiten. Hab nichts gesagt.
Gut, von da sind wir gekommen. Was mir natürlich erstmal die Möglichkeit bietet, mit ein bisschen Glück ordentlich Loot abzustauben. Ich werde es auf jeden Fall brauchen, man merkt's, ne? Okay, da ist noch... weiß ich nicht. Sah aus wie ein Flügel oder so. Ja, Leute, hier komme ich ja gar nicht... da komme ich gar nicht vorbei. Da ist der Brunnen. In der Hütte waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wir kamen noch nicht rein. Aber ich komme hier auch nicht durchs Tor. Hä? Oh. Ja, gut. Da kommen wir ja gar... in den... auf die Seite kommen wir ja gar nicht. Das ist dieses Haus. Ich habe aber... ich... warum hat der kein Dietrich einstecken? Oder ich hätte ihn schon finden müssen. Ne? Ein Weg ins Schloss zu finden. Ja, raussuchen, das ist toll. Schön, ich komme gar nicht zurück. Okay, die... normalerweise bei so einen Geschichten muss der fucking Dietrich doch gleich hier mitten im Haus sein. Das war doch schon zu oft gewesen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, untersuchen. Ich kann es aber auch nicht drehen. Nicht, dass das auf der Rückseite war und ich habe den Dietrich nicht gesehen. Ich kann hier aber auch nichts aufmachen. Pass auf, nachher war der Dietrich halt wirklich, wirklich auf der Rückseite. Okay, da komme ich. Da komme ich nicht weiter. Hier komme ich halt auch nicht weiter. Von der anderen Seite verschlossen. Wenn er sich das bloß mal markieren würde. Und hier versucht er nicht mal reinzukommen, der Blöde. Ja, ist aber kein Dietrich. Aber Dietrich selber basteln muss ich mir nicht, oder? Ich kann bloß Position... Position. Ich kann bloß Position herstellen. Okay, ich bin echt leicht überfragt, wo ich den blöden Dietrich herkriege. Da ich aber sehe, dass es eigentlich mal... also mal, was heißt mal? Das ist eigentlich... Kraut, cool. Soweit Folgenende wäre... hier geht's wohl zum Schloss. Vielleicht nutze ich das auch gleich, um die ersten zwei Folgen zu schneiden. Hier komme ich mit Sicherheit. Ah, ich brauche einen Schlüssel. Mit 6 geflügelten Wesen dekoriert. Ah, dafür, dann war das wirklich ein Flügel, was wir da gesehen haben. Dann müssen wir mindestens den einen auch noch mal sammeln. Ja, würde ich die Folgen vielleicht schneiden und... dann mal nach dem Dietrich suchen, ne? Okay, nee, hier ist auch nichts. Okay, hier können wir nämlich den Fortschritt speichern. Das wäre nämlich auch ganz günstig. Ja, dann werde ich das, glaube ich, so machen, ne? Und wenn ich dann Dietrich gefunden habe, dann sehen wir uns an der Stelle wieder, wo der ist. Ja, okay. Würde ich sagen, erstmal... oh, das ging wirklich sehr schnell. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, dann sehen wir uns morgen wieder und mal gucken, was uns hinter den Toren von dem Dings dann da erwartet. Ne? Also bis dann. Ciao, ciao.